Auf geht's zum Großeinkauf in Italien. Okay, go Luki. Luki ist gerade im Nudelparadies. Das sind übrigens die liebsten meiner Kinder, die Fusilli. Noch ein bisschen Zuckerwasser. Gassosa. Luki, noch mehr Nudeln? Ja. Okay. Schau mal, da siehst du die Nummer von den Nudeln. Luki, schau. Du wolltest doch die 40 haben. Gnocchi, 45. Parmesan darf auf keinen Fall fehlen. Nehmen wir gleich mal zwei mit. Nehmen wir noch frisches Obst mit. So eine riesen Melone am besten. Lecker. Jetzt nehmen wir noch Moritz sein Lieblingsgetränk mit, hier in Italien. Nicht gerade gesund, aber da ist es. Orange Soda. Nehmen wir ihm gerne mal mit. Das darf im Urlaub auch nicht fehlen, ne? Eine Flasche Aranciata. Meine Kinder lieben Parmesan, deshalb habe ich zwei Packungen mitgenommen. Und die hier lieben wir auch. Bandistelle. Deshalb dürften auch zwei Packungen mit. Die sind so, so lecker. Da freue ich mich abends drauf, die zu futtern. Und weiter geht's. So kann auch nur ich einkaufen, oder? Was meint ihr? sieht ein bisschen komisch aus, aber ist egal. Weiter geht's. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich diese hier total liebe. Zack. Che buono. Die leckeren Kekse müsst ihr auch mal probieren, wenn ihr in Italien seid. Die sind allerdings salziger. Und die hier müsst ihr auch probieren. Die sind dann süß. Richtig lecker. Luki. Ja. Na gut. Wir sind wieder zu Hause und ich zeige euch ganz kurz unsere Ausbeute. Da ist der Chef auch noch mit am Start, ne? Also, frische Tomaten, ganz, ganz wichtig. Die sind so ultra lecker. Die habe ich aber nicht in dem Supermarkt gekauft, sondern beim Frutti Vendolo, hat mir meine Mama besorgt. Dann habe ich Thunfisch mitgenommen. So, für den Thunfisch hier Tramezzini. Das ist eine Spezialität, dafür braucht man auch das. Das tut man dann durchpürieren. Und dann wollte ich mal diese Linsen hier probieren. Keine Ahnung, ob die was schmecken. Kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich die noch nie gekauft habe. Und hier sind dann noch Kichererbsen. Die habe ich auch noch nicht probiert. Diese Legumi im Glas. Hier ist Olivenöl. Einmal 10 Liter und zweimal 5 Liter. Diese Kanister, die habe ich im Supermarkt gekauft und das Olivenöl ist aus Bari. Hatte ich euch schon mal erzählt, dass wir da immer zuschauen, wenn das Olivenöl gemacht wird. Also meine Kinder wissen quasi, wie das alles funktioniert. Das ist auch nicht aus dem Supermarkt. Das fülle ich mir dann immer in Flaschen um und dann genießen wir unser Olivenöl. Dann war die Barilla-Pasta noch im Angebot. Deshalb habe ich mal so große Packungen genommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gern mag. Aber ja, ich habe jetzt mal 4 Packungen mitgenommen. Die andere Pasta ist noch da drüben. Da trifft euch wahrscheinlich gleich der Schlag, wenn ihr das sehen werdet. Ich zeige euch jetzt hier erstmal noch die Detersivi. Und zwar habe ich zweimal von diesem Felice Azzurro Classico mitgenommen. Das ist Badeschaum, also fürs Duschen. Wie nennt man das? Dann hier noch Felice Azzurro Classico für die Waschküche. Und, also gleich dreimal. Und hier habe ich noch das hier mitgenommen. Arancina durfte auch noch mit. Da sind noch ein paar Dosen im Kühlschrank. Dann durfte noch was Süßes mit. Pandistelle lieben meine Kinder. Davon habe ich 2 Packungen mitgenommen. Eine wurde schon im Auto geöffnet. Und das hier lieben auch meine Kinder. Vom Mulino Bianco. Kleine Kekse. Nein, geguckt.
Und zwar sind es so kleine runde Kekse gefüllt mit Schokolade. Oh mein Gott, die sind so ultra lecker, wenn ihr die mal irgendwo seht. Müsst ihr die unbedingt probieren, aber ich sag's euch gleich, Suchtgefahr. Und da ist unsere Nudelausbeute. So sieht es aus, und zwar jedes Mal, wenn wir aus Italien kommen. Das denkt ihr wahrscheinlich auch, ich bin völlig übergeschnappt, aber wir lieben einfach Nudeln. Das hält eine Woche. Habt ihr Max gehört? Die halten eine Woche. Nein, die halten natürlich jetzt ewig. Außerdem laufen die erst, keine Ahnung, in welchem Jahr ab. Wir können ja mal schauen. 2022. Bis dahin sind sie auf jeden Fall leer gefuttert. Und diese Marke, also die Vella, ist aus Rutigliano. Da bin ich tatsächlich zur Schule gegangen, in Rutigliano. Und da ist auch die Fabrik, die ich mir angeschaut habe mit meiner Schulklasse. Und diese Nudeln sind einfach der absolute Hammer. Wir haben natürlich ganz viele verschiedene Sorten gekauft. Hier zum Beispiel für Pasta Piselli. Dann haben wir hier die Fusilli. Dann kleine Nudeln für Suppe. Und so weiter und so weiter. Also ganz viele verschiedene Sorten, die ich jetzt wegpacken werde. Und hier sind pro Karton 20 Packungen drin. Und wir haben 3 Kartons. So sieht's aus. Und hier ist dann die passende Tomatensauce von meiner Mama. Selbst gemacht, zusammen mit meinem Papa, mit den Tomaten aus dem Garten. Prall gefüllt, dieser Korb. Die sind uns heilig. Und hier in der Tasche ist noch Kaffee, und zwar Saikaff. Das ist auch eine ganz bekannte italienische Marke. Und ganz viele Packungen von Jobar. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, ja, wie so eine Art warmer Pudding. Da habe ich jetzt dunkle Schokolade und helle Schokolade mitgenommen. Und hier geht es weiter mit dem, was meine Kinder am meisten lieben, und zwar Parmesankäse. Der darf nie fehlen, wenn wir Großeinkauf in Italien machen. Für uns habe ich dann noch Scamorza und Provolone. Hier habe ich dann noch so einen anderen Käse. Und zwar ist das auch für ein ganz besonderes Gericht, und zwar Nudeln mit Bohnen. Da kommt dann dieser geriebene Käse drauf, also den reibt man dann vorher. Der kommt auch aus Apulien. Und hier ist dann auch noch eine Scamorza, und zwar eine Affumicata, also eine geräucherte. Und hier habe ich noch Nudeln, die hat meine Tante selbst gemacht für uns. Und die lassen uns dann auch noch schmecken. Also Nudeln en masse hier. So, jetzt verräume ich das ganze Chaos in meiner Küche. Es ist ganz schön viel, aber es sieht tatsächlich immer so aus, wenn wir aus Italien kommen, also wenn wir Großeinkauf machen. Wir nehmen ein Stück weit Heimat mit hier in die Heimat und lassen es uns dann schmecken. Den Jungs schmeckt es total, was es dort eben alles gibt, und deswegen nehmen wir es auch gerne mit und kaufen es dort. Wir haben ja ein großes Auto, da passt es. Ihr hattet euch gewünscht, dass ich euch das mal zeige, was wir da im Supermarkt so kaufen. Das habe ich gerne gemacht für euch und mitgefilmt, und jetzt würde ich mich verabschieden und euch einen wunderschönen Tag wünschen oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.